Specialty Espresso ist anders als traditioneller Espresso. Wie stellt man den auf einer Mühle ein, dass es richtig lecker wird? Das zeigen wir euch heute. Willkommen zurück bei den Kaffeemachern und heute dreht sich alles um die Frage, wie stellen wir die Espresso-Mühle für einen Spezialitäten-Espresso ein? Wir diskutieren auch die Frage, was ist denn genau ein Spezialitäten-Espresso? Bis jetzt sagen wir einfach mal, das sind die Kaffees, die deutlich anders schmecken als traditionellere Interpretationen eines Espresso. Sie haben mehr Frucht, etwas mehr Säure, sind aber auch heller geröstet. Wenn ihr das normale Mühlensetting dafür nehmt, wie ihr für einen traditionelleren Espresso nehmen würdet, dann wird dieser Espresso schon eher ziemlich sauer und ungenießbar. Wir müssen also die Mühle etwas anders einstellen und durch diesen Prozess führen wir euch jetzt Schritt für Schritt. Zuerst müssen wir also die Frage klären, was sind Specialty Espressos? Wir geben euch drei Ideen, was das sein kann. Erstens sind das Kaffees, die deutlich anders schmecken als einfach ein Kaffee-Kaffee, also ein traditioneller Kaffee, der nur nach Kaffee schmeckt. Das sind Kaffees, die aromatisch komplexer sind, die etwas mehr Säure haben, in aller Regel aber etwas weicher sind in der Textur. Zweitens sind es dann aber auch Kaffees, bei denen die Bohnen härter sind und auch dichter sind. Das sind die Bohnen, die aussortiert werden, die in der Regel langsamer wachsen und deswegen auch härter sind und die verhalten sich in der Mühle anders. Und das Dritte ist dann, dass viele Röster, viele Spezialitätenröster, diese Spezialitätenkaffees für Espresso auch heller rösten als traditionellere Kaffees. Hellere Röstungen heißt auch, dass der Kaffee weniger brüchig ist. Weniger brüchig heißt dann auch weniger löslich in der gleichen Zeit, wie wenn ihr einen dunkler gerösteten Espresso mahlen würdet. Mit diesem Vorwissen gehen wir jetzt an die Mühle und kommen zu Schritt 2. Wir arbeiten mit zwei Kaffees heute. Der eine ist unser Spezialitäten-Espresso für heute, das ist Laika. Das ist der Kaffee von unserer Finca Santa Rita aus Nicaragua. Das ist ein Kaffee, der irgendwann mal gewaschen wurde. Eigentlich ein Honey, aber das ist jetzt zu komplex. Wer uns ein bisschen kennt, weiß, dass wir ziemlich versessen sind mit Nachernteprozessen, mit Fermentationen. Und der Kaffee wurde ziemlich fermentiert, aber irgendwann mal gewaschen, aber deutlich heller geröstet. Dieser Kaffee ist der Dreispitz. Der Dreispitz ist unser Standard-Espresso am Kaffeemacher-Café am Bahnhof in Basel. Dieser Kaffee ist etwas dunkler geröstet, hat eine längere Entwicklungszeit und ist etwas brüchiger als dieser Kaffee. Brüchig, weil er eine höhere Endtemperatur hat und weil er länger geröstet wurde. Und durch diese Brüchigkeit ist er schneller lösbar. Also wir kriegen in kürzerer Zeit mehr gelöste Teilchen in die Tasse rein als mit dem Laika. Beide Kaffees sind genau gleich alt. Sie sind jetzt zum Zeitpunkt der Verkostung genau 3 Wochen alt. Beide am gleichen Tag geröstet. Der eine ist eben der Laika, der Specialty Espresso. Der andere der Dreispitz, der etwas entwickeltere Standard Espresso. Beide Kaffees haben wir auf der Mahlstufe 1,5 auf dieser Anfim-Espresso-Mühle gemahlen und schauen jetzt mal, wie die hier auf derselben Brühgruppe extrahieren. In der Extraktion links sehen wir den Dreispitz, den traditionelleren Espresso, wie er ziemlich lange braucht, bis hier überhaupt zuerst mal Kaffee rauskommt in die Tasse, während wir rechts den Laika Spezialitäten Espresso sehen, der viel schneller durch das Pulver durchschießt, beim selben Mahlgrad und schon nach 20 Sekunden die Extraktion gestoppt werden muss, da wir schon mehr als bei 55 Gramm sind. Links ist der Dreispitz erst nach mehr als 40 Sekunden fertig für die gleiche Menge in der Tasse. Wir haben also einen Unterschied von 20 Sekunden in der Extraktionszeit beim gleichen Mahlgrad bei zwei verschiedenen Kaffees. Gut, aber Extraktion heißt ja meistens noch nicht so viel über den Geschmack. Am Schluss muss es einfach lecker sein, ja? Das ist der Laika, die schnelle Extraktion. Wie ihr das vielleicht kennt von heller gerösteten Spezialitätenkaffees, die ziemlich kurz extrahiert wurden, hat hier echt viel Säure drin. Ich mag das zwar, aber für mich ist es zu viel. Vor allem wird die Säure nicht unterstützt durch Süße. Ihr könnt euch das merken. Sweetness supports acidity. Je mehr Süße wir in einem Getränk haben, umso mehr Säure können wir aber auch wertschätzen. Hier haben wir schon Süße drin, eine ziemlich leichte, eine weiße Zuckersüße, aber noch nicht so eine schwere Süße, die dann die Säure, die echt hoch ist, richtig unterstützt. Das heißt also, bei dieser 21-sekündigen Extraktion, die ist viel zu schnell für diesen Kaffee. Um also die Extraktion zu verlängern
muss ich dem Pulver mehr Oberfläche geben. Mehr Oberfläche heißt feiner mahlen, sodass wir mehr Widerstand haben gegen das Wasser im Kaffeekuchen. Und ich peile jetzt so eine Extraktion von 27 bis 32 Sekunden an und bin dann überzeugt, dass wir dann wirklich so den Sweet Spot erreicht haben. Also da, wo Süße und Säure sich in der Balance halten. Der Dreispitz. Ja, ich mag den Kaffee, wie ich auch den Leica mag, aber ich kenne den Kaffee zu gut. Wir trinken echt viel Dreispitz, weil wir den halt auch viel rösten. Und jetzt hatten wir hier eine Extraktion von 41 Sekunden. Wir rösten einen Kaffee, dass der einen ziemlich breiten Sweet Spot hat. Und das ist für uns wirklich so ein Kaffee, der auf verschiedenen Systemen funktionieren muss. Also ob der jetzt 25 oder 35 oder 22 oder 39 Sekunden extrahiert wird, der ist immer gut und nie schlecht, aber es gibt schon einen Sweet Spot. Und hier mit 41 Sekunden ziehen wir drüber hinaus. Hier haben wir zu viel extrahiert. Ihr habt gesehen, als die Extraktion vonstatten ging, dass es echt lange ging, bis da überhaupt mal die ersten Tropfen aus dem Siebträger rauskamen. Wir haben also eine zu langsame Extraktion und das macht den Kaffee etwas flach. Also wir reduzieren hier sehr viel Säure, die im Kaffee eigentlich eine Balance geben kann. Wir haben sehr wenig Säure. Gleichzeitig nimmt es von der weichen Textur weg. Es wird mehr etwas staubig, also je länger wir extrahieren. Der ist noch nicht so bitter. Also längere Extraktionen tendieren bitter zu werden, wenn die Röstung wirklich dunkel ist. So dunkel ist aber hier auch beim Dreispitz die Röstung gar nicht. Deswegen ist es nicht so bitter, wie man annehmen könnte, aber es ist einfach völlig aus der Balance. Also zu wenig Säure und nicht eine angenehme Süße, eher diese molassenähnliche Süße, die nicht so lecker ist für uns, sondern wir wollen diese helleren Süßen. Das heißt also, dass ich bei diesem Kaffee den Mahlgrad gröber machen muss, also weniger Widerstand für das Wasser generieren muss. Also das Wasser muss schneller durch den Kaffee durchschießen, sodass wir auf eine Extraktionszeit auch hier von 27 bis 32 Sekunden kommen. Aber wir spielen hier nur mit dem Mahlgrad. Im nächsten Schritt gehen wir also zurück zur Mühle. Für Leica, der ziemlich schnell extrahierte, ein bisschen mehr als 20 Sekunden, machen wir jetzt deutlich feiner. Während wir beim Dreispitz, der sehr lange extrahierte, machen wir den Mahlgrad jetzt grober. Etwas anderes, das ihr ganz oft feststellt, wenn ihr verschiedene Kaffees in der Mühle ausprobiert, ist, wie viel sich eigentlich euer Siebträger füllt. Wir haben hier die entwickeltere Röstung, der Dreispitz, und ihr seht, der braucht viel mehr Volumen bei 19 Gramm. Währenddessen der Leica, der Spezialitäten-Espresso, viel weniger Volumen braucht. Wir haben also hier, seht ihr, diese Porosität eigentlich, kann man hier bildlich festhalten. Also das ist luftiger, es braucht mehr Raum, dunkel entwickeltere Kaffees, währenddessen heller geröstete Kaffees brauchen deutlich weniger Platz. Okay. So, links haben wir den traditionelleren Espresso, der schon viel schneller rauskommt, schon nach etwa 5 Sekunden. Rechts wird langsam aufgeholt, aber hier ist der Strahl viel dünner und erst jetzt kommt immer mehr Kaffee raus, während dem links die Tasse schon fast halb voll ist. Das ist der traditionellere Espresso, der ist dann auch schon bald fertig nach 27 Sekunden und rechts füllt sich die Tasse noch etwas länger. Rechts seht ihr, geht es einiges länger als links und erst bei 36 Sekunden hört die Extraktion hier auf. Leica, jetzt frisiert. Was wir gemacht haben, wir sind mit der Mühle auf den Anschlag nach ganz links, also auf die feinste Stufe gegangen. Und das brauchte der Kaffee wahrscheinlich. Wir hatten jetzt eine Extraktionszeit von 36 Sekunden für ein Verhältnis von 1 zu 2,5 plus. Das heißt also 19 Gramm rein und 54 Gramm raus. Ihr habt in der Extraktion gesehen, dass es ziemlich lange ging, bis da überhaupt Kaffee rauskam. Aber als dann der Kaffeekuchen mal nass war, kam da dann wirklich Kaffee durch. Wie schmeckt der? Viel runder, viel mehr integrierte Säure. Integriert heißt jetzt, wir haben sehr viel Süße, die diese Säure unterstützen kann. Und auch die Textur ist viel runder. Es ist wirklich so wie ein Sirup auf der Zunge. Und so macht das echt Spaß. Langer Nachgeschmack, nicht bitter, auch bei 36 Sekunden. Also vergesst bitte diese 25 Gramm in 25 Sekunden. Das trifft auf sehr wenige Kaffees wirklich zu. Das ist mehr ein Gefühl, als dass es wirklich jeden Kaffee richtig gut machen kann. Wir haben hier ein Verhältnis von 1 zu 2,5 bei 36 Sekunden und ich finde den Kaffee top.
Die 25 Sekunden können jedoch helfen als Grundorientierung, also sich da mal so einzupendeln und dann nach oben oder nach unten sich zu orientieren. Aber stellt mal den Kaffee so ein, aber es muss nicht sein, dass 25 in 25 der beste Kaffee ist. Wir sind beim zweiten Kaffee, dem traditionelleren Espresso, der heißt bei uns jetzt Dreispitz. Diese Extraktion ist jetzt viel besser. Es sind jetzt 27 Sekunden statt vormals 41 Sekunden. Und das tut generell diesen Kaffees echt gut. Kaffees, die eher dunkler sind, die etwas länger entwickelt sind, eine längere Entwicklungszeit haben, also nach dem ersten Crack noch länger in der Rösttrommel drin sind und deutlich dunkler sind, die solltet ihr nicht so lange extrahieren, wenn ihr wirklich einen balancierten Kaffee wollt. Jetzt sind wir hier bei 27 Sekunden echt gut dabei. Die Textur ist viel weicher. Wir haben eine sogenannte Bright Acidity, also eine Säure, die die Tasse wirklich aufhellen kann und es sehr angenehm macht, diesen Kaffee einfach so zu trinken. Immer noch schwer, immer noch rund, immer noch eher klassisch, aber sehr balanciert. So, wir haben genug Kaffee getrunken für heute. Jetzt liegt es an euch. Geht mal hin an eure Mühle und stellt das mal ein. Es hilft natürlich immer viel und man lernt unheimlich viel, wenn man mit verschiedenen Espresso verkostet und degustiert. Wir haben gelernt, erstens, für heller geröstete Espresso und in aller Regel Spezialitäten Espresso, eine längere Extraktion tut dem Kaffee gut und ihr habt viel mehr Balance in der Tasse. Für dunkler geröstete Espresso eher eine kürzere Extraktion, weil die eben poröser sind und sich schneller lösen. Für die Mahlung heißt das, dass ihr bei den heller gerösteten Spezialitäten Espresso eher feiner mahlt. Je feiner ihr malt, umso mehr Widerstand fürs Wasser. Das Wasser muss mehr kämpfen und automatisch ist die Extraktionszeit länger, aber das Wasser kann mehr rauslösen. Also feiner malen bei helleren Kaffees. Bei eher traditionelleren Espresso empfehlen wir euch, gröber zu malen, sodass das Wasser weniger Widerstand hat, weil der Kaffee ja ohnehin schon sehr porös ist. Gröber malen bei dunklen Espresso, feiner malen bei hellen Espresso. Nochmals zu diesen 25 Gramm in 25 Sekunden. Das ist ein Maß, das man immer wieder hört, erklärt aber nicht sonderlich viel. Es dient euch aber als Orientierung. Also wenn ihr gerade mit verschiedenen Kaffees spielt, versucht doch mal irgendwo in diese Range zu kommen. Und dann aber, wie gesagt, bei helleren Espresso eher länger die Extraktion zu halten, bei dunkleren Espresso eher eine schnellere Extraktion zu machen. Wie man Mühlen präzise einstellt, erklären wir euch hier in diesem Video, indem wir wirklich ins Detail gehen, was das genau bewirkt, Extraktion etc. Hier könnt ihr alles lernen. Soviel zu Spezialitäten Espresso Mühle einstellen. Bei Fragen kommentiert, wir geben gerne Antwort und wir sehen uns bald wieder.